sicher interessant. Sollte etwa ein Zirkus in der Stadt sein. Entspricht es der Wahrheit, dass der Sultan von Tandori der reichste Mann der Welt ist? Oh! So könnte man sagen. Er ist nicht nur reich, sondern sogar stinkreich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und wie kommt es dann, dass seine Tochter die Prinzessin keinen Bräutigam findet? Das ist doch etwas ungewöhnlich, finden Sie nicht auch? Die Prinzessin von Tandori ist ja selbst eine ungewöhnliche junge Dame und äußerst wählerisch. Ihr künftiger Gemahl muss mit großer Klugheit, gewinnendem Äußeren und viel Charme gesegnet sein. Kurz gesagt, glücklich machen kann sie nur einer und der bin ich. Es gibt ja wilde Gerüchte über die Mitgift der Die sind mir auch zu Ohren gekommen. Also, die Wahrheit ist, der Bräutigam erhält sein Körpergewicht in Gold aufgewogen. Hurra, ich bin reich. Jetzt kann ich mir immer Pizza mit Doppelkäse und Pepperoni bestellen. Nix, Lucky, Lucky. Ich kann Stachel nicht leiden. Fang mich doch. Mit dem größten Vergnügen. Endlich weiß ich, wie ich sie um den Finger wickeln kann. Ach, wie sehr wünsche ich mir doch einen Bräutigam herbei. Herbei? Ich tue mein Bestes, Hoheit. Ich will nicht mehr heiraten. Ich möchte wieder nach Hause. Ich warte schon so lange, dass ich nicht mehr daran glauben kann. Vertraut mir, er wird kommen, wie aus heiterem Himmel. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du die Prinzessin von Tandori. Ja, mein lieber Prinz, und du willst um meine Hand bitten, hab ich recht? Eigentlich wollte ich eine komplette Prinzessin, aber bitte, andere Völker, andere Sitten. Ich gebe mich auch mit deiner Hand zufrieden. Was bist du doch für ein stürmischer und romantischer Freier. Mein Prinz und ich fliegen jetzt aus. Los, Teppich! Dieser fliegende Teppich, Gold und Edelsteine werden dir gehören, wenn wir verheiratet sind. Doch sag mir, womit kann ich dir schon jetzt eine Freude machen? Na ja, du könntest mir was zum Schnabulieren geben. Zauberer, auf den Teppich! Ihr habt gerufen, Prinzessin! Der Prinz möchte schnabulieren. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, ich habe Appetit auf einen Eisbecher mit Kirschen und Schokoladen. Ich muss einen Teller Pilzsuppe mit saurer Sahne. Kurz gesagt, auf ein Festmahl. Das ist ja Reis. Ich kann Reis nicht ausstehen. Stimmt das? Na klar, das ist doch wohl nicht so schlimm. Seit ewigen Zeiten ist dem Prinzen von Tandori nichts anderes zu essen erlaubt als Reis. Bitte isst den Reis, wir können sonst nicht heiraten. Na ja, ich kann mich dran gewöhnen. Bei so viel Geld, ich meine natürlich Liebe. Bin ich froh. Lass uns zurückfliegen. Dali, wir wollen nämlich endlich alleine sein. Ungehobelter Klotz. Meine gute Erziehung verbietet es mir, dich wegen dieser frechen Bemerkung von meinem Teppich zu schubsen. Ich bin euch sehr verbunden. Süßes Schnucki-Baby. Was möchtest du, mein lieber Lupo? Ich möchte dir zugern ein kleines Küsschen geben. Seit ewigen Zeiten ist das Gesetz in Tandori, dass der Bräutigam das Gesicht seiner Braut nicht vor der Hochzeit sehen darf. Wir sind doch allein. Allein? Nein! Sich für irgendetwas furchtbar erschreckt haben. Meinst du, er fand mein Gesicht hässlich? Für mich seid ihr die schönste Prinzessin auf der ganzen Welt, auch wenn euch alle Freier davonlaufen. Ich nehme euch. Hilfe! Ich will nie mehr heiraten!